Interessant ist bei den Gute-Nacht-Geschichten einfach mal zu sehen, wie das ist das friedlichste Ritual, das wir haben. Ja? Also Kinder ins Bett zu bringen. Ja? Da einfach mal, wir haben immer hohe Kulturpolitik, wir haben Internationalisierung, wir haben Länder, Kulturen, Identitäten und was weiß ich nicht alles. Aber so kleine Eckbereiche, Nischenbereiche, die das Grundsätzliche eines jeden Menschen angeht. Jeder hat mal zu Hause im Bett gelegen. Das kriegt man selten mitgeteilt. Insofern ist das hier auch eine besondere Veranstaltung, was das angeht. Eines Tages hat der Kaiser gesagt, wir müssen uns 12 Tiere aussuchen für die Erde, für die Leute, die auf der Erde leben. Aber es gibt so viele Tiere, wie können wir die Tiere aussuchen, die 12 Tiere? Und dann hat er gesagt, ja, legen wir einen Tag fest, dann die Tiere, die zuerst dort zu anmelden kommen, die wird genommen. Und da werden auch 12 Leute ausgesucht, wer zuerst, also zuerst die ersten zwölf Leute, wo dort angekommen sind, die dürfen dort mithelfen.